30-0 im 9. Spiel und Jürgen Höttger hat mich schon gefragt nach der Spannung in diesem Match. Ja, es ist eine spannende Partie, vor allem weil sie beiden sich unglaublich gut kennen, weil sie schon viermal gegeneinander offiziell gespielt haben, aber auch aufgrund gleichen Alters und einer ähnlichen Entwicklung in den ersten Jahren zumindest auf der ITF-Tour auch einige Male miteinander trainiert haben. Die beiden Russinnen Kirilenko und Shakhvedadze. Und diese Maria Kirilenko, die ist wieder erstarkt. Mehr dazu gleich. Jetzt schauen wir uns erstmal an, ob sie ihr Aufschlagspiel durchbringt. In einem Spiel, in dem es bislang überhaupt nur eine einzige Breakchance gab. Und die hatte Kirilenko bei Aufschlag Shakhvedadze im 6. Spiel dieses ersten Satzes. Beide mit sehr viel Effizienz beim ersten Aufschlag, beide etwas anfälliger über den zweiten. Vor allem Kirilenko steht aber bei 78% erster Aufschläge im Feld. Das ist im Moment auch eine kleine Versicherung für sie, im Match bleiben zu können gegen die sicherlich von der Papierform her favorisierte Anna Shakhvedadze. Aber Vorsicht, Kirilenko befindet sich in einer richtig guten Form bei diesen Australian Open. 40-15. Konzentration bei Kirilenko, wackelt ein klein wenig, aber wieder keine Breakchance, immer noch keine Breakchance für Shakhvedadze gegen ihre an 27 gesetzte Gegnerin. Kirilenko gegen Shakhvedadze, wollen wir uns zunächst mal auf den Stand bringen. Wie kamen die beiden in diese dritte Runde? Shakhvedadze profitierte von dem unglücklichen, der unglücklichen Verletzung von Andrea Petkovic, der Deutschen, in der ersten Runde. Da waren gerade mal insgesamt 6 Punkte gespielt und gewann dann relativ unüberzeugend gegen Alisa Klaibanova aus Russland. Profitierte von da wiederum von ihrer Erfahrung, im Gegensatz zu Klaibanova, die einfach zu viel wollte und eine zu große Streuung hatte. Aber Jürgen Höttger hat es auch schon gesagt, nicht so überzeugend, 6-3, 6-4. Die richtige Prüfung heute ist Kirilenko. Kirilenko kam in dieses Match durch einen Sieg über Mylan Tu aus den USA in 3 Sätzen und dann ein glattes 6-1, 6-1. Das war sehr überzeugend. Das war mit einer der stärksten Leistungen seit langem, die man von ihr sehen konnte bei einem Grand Slam. Kirilenko 6-1, 6-1 gegen Morigami. Nun gut, wenn Sie sagen, wer ist Morigami? Aber Morigami hat hier auf diesem Belag durchaus gutes Tennis gespielt und Michaela Krajicek glatt geschlagen in der ersten Runde. Natürlich sprechen heute alle noch von Casey Dellacqua und ihrem unglaublichen Sieg gegen Amelie Mauresmoe. Auch ein Gesprächsthema heute neben Kohlschreiber Roddick. Anna Shakhvedadze hat einmal Breakball abwehren müssen. Wenn es diesmal wieder passiert, wäre es Satzball für Kirilenko. 4-5. Beide 20 Jahre jung, beide aus Moskau.
Die eine die 6 der Weltrangliste, Jacques Bedarce, die andere die 26. Jacques Bedarce ist knapp an ihrem besten. 5 war das im September im letzten Jahr. Kirilenko war mal 2006 auf 20. Auch nicht so weit davon entfernt. Und das trotz einiger Verletzungen und Rückschläge im letzten Jahr. Und Kirilenko ist auch eine für die Top 20 mindestens. Wenn sie das alles, was sie ist, an Talent und an Begeisterung und auch Ehrgeiz zusammenbringt, tatsächlich auch mal ausspielen kann. Ja, gut gespielt von Anna Jacques Bedarce. Sie hat die Zeit zu warten, bis sie dann tatsächlich Kirilenko gegen den Lauf spielen kann. Dennoch fehlt es Anna Jacques Bedarce noch an Präzision, wie man es sonst von ihr kennt. Und Kirilenko ist auch eine sehr fitte Spielerin. Kein Wunder, wer den Coach Erik van Harpen an seiner Seite hat. Der ist fit, der ist konzentriert, der ist... Dem dreht sich alles nur ums Tennis, alles nur für den Erfolg. Und Van Harpen sagt, er hatte selten eine Spielerin, die so genau ihm zugehört hat, wenn er nach einem Match in der Analyse etwas zu sagen hatte. Eine gute Schülerin, sagt er. Das Spiel ist auch gekennzeichnet von den Fehlern, die die Damen ohne Not begehen. 15 bei beiden. Vor allem Kirilenko profitiert, weil sie selbst nur 6 direkte Punkte erzielt. Immerhin Jacques Bedarce hier mit einigen mehr direkten Punkten, die sie mit ein bisschen mehr Mut zum Risiko auch hier erzielen konnte. 10 sind es. Schlimmer Fehler von Jacques Bedarce. Ja, das sind diese Fehler, von denen ich sprach. Das beste Beispiel dafür. Kirilenko 3 Meter hinter der Grundlinie, wartet, dass irgendwas passiert, tut selbst aber nichts. Und dann kommt dieser komplett vermeidbare Fehler.
30 beide. Das ist für den Moment gut gegangen in ihrem Aufschlagspiel. Die letzten drei Begegnungen der beiden hat Jacques Vedaze gewinnen können. Immer glatt in zwei Sätzen und wirklich glatte zwei Sätze. 6-3-3, 6-2-3, 6-4-1. Der letzte und einzige Sieg von Kirilenko in vier Vergleichen stammt aus dem Jahr 2005 Miami. Da gewann Kirilenko 7-5, 6-3. Wenn man überhaupt mit 17 Fehlern nach immerhin gerade mal 11 Spielen einigermaßen überleben kann, dann liegt das nur daran, dass die Gegnerin auch 15 Fehler macht. Also dieses Niveau, das wir immer wieder besprechen bei den Damen, hier ist es momentan Richtung Ende des Satzes eher runtergegangen. Wie sieht es denn aus in der Vodafone Arena, Jürgen Höttger? Ja, war fast wie erwartet, Kuznetsova. Schnell in Führung gegangen, 3-0, jetzt 3-1 bei eigenem Service. Die ist halt nicht die Frau, die gerne früh aufsteht. Wir haben das eben nochmal besprochen hier im Kollegenkreis. Ganz klar, da hat sie Startschwierigkeiten. Schlecht zu den Bällen. 15 beide. Und wir gehen dann zurück zur möglichen Entscheidung auf den Center Court in die Rod Laver Arena, denn da wird es natürlich jetzt interessant zwischen Jacques Vedaze und Kirilenko. Tiebreak oder Satzgewinn für Kirilenko, das sind die beiden Optionen. Ich weiß natürlich und jeder weiß, welche Option Jacques Vedaze am liebsten wäre, aber das sah bei eigenem Aufschlag zuletzt jetzt auch nicht immer sicher aus. Fifth in love. Es ist dieses sich gegenseitig belauern, allerdings ohne allzu hohes Tempo anzuschlagen. Die beiden spielen beide, ja, die beiden spielen mit immer wieder auch Spin, mit hohen Bällen. Sie versuchen Tempo rauszunehmen aus dem Ballwechsel. Das tun sie aber beide, deswegen entsteht hier eben auch kein ganz so schnelles Spiel. Selten mal schnörkellos, flach, hart gespielt übers Netz. Dieses Power-Tennis, das man vor allem eben von den Ivanovic, Jankovic etc. kennt und auch von jüngeren Spielerinnen aus Osteuropa, wie zum Beispiel einer Azarenka, einer Viktoria Azarenka, um nur eine zu nennen,
Dieses Power-Tennis findet hier so nicht statt. Es ist mehr das taktische Spiel. Viel mit Winkel, ob es sinnvoll ist oder nicht. Und darüber hinaus natürlich schnelle Fehler, wenig herausgespielte Punkte, vor allem nicht von ihr, von Kirilenko. Und trotzdem liegt sie vorne in diesem Satz. 40-15. Ja, was ist das, so ein Satz, der kann ja nur im Tiebreak entschieden werden. Betreut wird Anna Csakmédáce von ihrem Vater. Das ist ihr Trainer, Giambolli Csakmédáce. Im Gegensatz zu Kirilenko mit Erik van Harpen ist sicherlich vom Kaliber her Giambolli nicht so hoch einzuordnen. Er ist einfach schlicht Vater und Trainer und da muss man sowieso immer ein wenig relativieren. Und den Schlag hat er ihr gerade nochmal gezeigt. So sollte er kommen, so sollte er gespielt werden. Dazu muss sich aber Csakmédáce einfach auch besser bewegen. Dass sie das kann, das wissen wir. Bisher hat sie es viel zu selten gezeigt. Der Aufschlag auch viel zu schwach von Kirilenko. Also Tiebreak und kleiner Vorteil für Csakmédáce. 1-0. Das ist jetzt das Spiel von Csakmédáce, wie sie es gerne aufzieht. Die Gegnerin auszumanövrieren, das ist so eher ihr Ziel, als die Gegnerin zu überpowern. Wenn auch hier die Sache doch eher knapp noch geworden ist, weil der letzte Angriffsball ins offene Feld auch nicht platziert genug gespielt war. Hätte Kirilenko eigentlich gar nicht mehr rankommen dürfen, reicht aber zum Punktgewinn. Dennoch alles in der Reihe, 1-2. Thank you.
4-2. Shakvetadze. Der Seitenwechsel. 36 Punkte sind durch Fehler der beiden erzielt worden. 18 durch Winner, durch direkte Punkte. Da wird sich einiges zu notieren haben, nehme ich an. Denn das ist noch lange nicht das, was seine Tochter spielen kann. Immer wieder der Blick. Die Mutter hat sie zum Tennis gebracht, der Vater dann das Coaching übernommen. Familienangelegenheit Shakvetadze. Die mit einem kleinen Vorteil bei 4-2 noch serviert im Tiebreak. Sehr spät dran. Ah, schlimm. Teilweise wirklich schlimm, was sie da spielt. 4-3. Shakvetadze. Der hat so wenig Tempo, dieser Ball von Kirilenko. Das ist kein Winner, das ist auch keiner, der Druck macht. Aber ich habe schon gesagt, in diesen Fehlern ohne Not geben und nehmen sich die beiden überhaupt nichts. So, nun darf das System auch mal wieder arbeiten. Der Ball wurde gut gegeben und ich denke, die Entscheidung war auch richtig. Oh ne, gut an. Naja, man täuscht sich. Also, dann hat sie das gut gesehen. Sie war dicht genug dran gestanden. Maria Kirilenko hat sofort gesagt, den will ich sehen. Und da haben wir jetzt Erik van Harpen, der das ganz gut findet, was seine Kleine, ich sag jetzt mal Kleine, weil er sie selber auch so nennt, was die da gemacht hat, nämlich endlich mal mit dem System gearbeitet. Zu ihren Gunsten. Vier Beile. Ja, da kann sie noch so oft die Faust zeigen und Feuer nach außen hin zeigen, durch so eine Reaktion. Besser wäre es, sie würde ein bisschen mehr Feuer auf dem Platz entfachen. Was ist das? Ist denn das Konzentrationsfehler? Ist das eine Schläfrigkeit? Schläfern die sich gegenseitig vielleicht ein? Spielen sie einfach zu ähnlich? Wie will denn Kirilenko 5 Meter hinter der Grundlinie ein Match gewinnen? Es ist mir nicht klar, was sie sich da ausgedacht hat. Ein ewiges Verlieren der Aufschläge auch in diesem Tiebreak. Nur da kommt es eben auf jeden Punkt an und da kann jeder Punkt wehtun. Satzball Shakvetadze.
Das ist mal ein Ballwechsel gewesen. Ein Ballwechsel mit ein bisschen mehr Risiko durch die Länge der Schläge von Kirilenko. Und auch wenn am Schluss ein Fehler steht, ich möchte mal sagen, das war kein Fehler ohne Not. Denn die Geschichte des Ballwechsels davor, das war schon erzwungen, das war schon rausgespielt von Kirilenko. 6-2. Ja, wir wechseln mal wieder die Seiten in diesem Tiebreak. Der wird älter, der wird um Jahre älter, Vater Ciambulli, allein durch diesen ersten Satz. Chakvendadze, die Halbfinalistin der US Open 2007. Gegen Kuznetsova verloren. Zu Kuznetsova kommen wir nach dem Ende dieses Satzes auch wieder. Die hat auch den ersten Satz schon verloren, Kuznetsova, gegen Radwanska. Jürgen Höttger beobachtet das und wird uns gleich wieder auf den neuesten Stand bringen. Ich glaube, den würde ich mir anschauen. Den Schaden kann es nicht. Kadanuni macht mal eben aus Chakvedadze Chavekdadze. Ja gut, war hinter der Linie, alles klar. Beide waren jeweils dreimal am Netz, ne? Kirilenko viermal. Alles erzwungen durch zu kurze Bälle der Gegnerin. Mal einen richtigen Stop-Versuch kann ich mich gar nicht erinnern. Und guck mal, Kirilenko. Ja, hat nichts gebracht, hat sie sich selbst ausgetrickst. Das ist ein kurioses Spiel. Oder soll ich sagen, ein schwaches Spiel? Naja, nicht auf dem höchsten Niveau. Viele Fehler, 42 Fehler, 18 Punkte. Ich denke, das sagt eigentlich alles. Kurze Diskussion. Vielleicht will sie auch von ihrem eigenen Unzufriedenheit ablenken. Wir haben zumindest tatsächlich den Satz beendet. Das ist schon mal was. Chakvedadze hat ihn gewonnen. Unglaublich. Chakvedadze damit auf dem Weg ins Achtelfinale einen Schritt voran. Und was macht Kuznetsova gegen Radwanska? Jürgen Höttger? Zurück, kommen mit einem direkten Punktgewinn wieder und das ist schon etwas Schönes, nachdem es im ersten Satz vor allem Fehler gab. Darf noch mal sagen, insgesamt 43, Chakvedadze 22, Kirilenko 21. Und Chakvedadze hat den ersten Satz im Tiebreak gewonnen, 8-6. Im zweiten hat Kirilenko im Gegensatz zum ersten Durchgang ihre erste Breakchance gleich wahrgenommen. Führt also mit Break. Liegt aber noch diesem sehr guten Punkt von Chakvedadze jetzt mit 0-15 zurück im Spiel danach.
Also das ist wirklich klasse im Vergleich zum ersten Satz. Nicht nur eine Steigerung, eine deutliche Steigerung. Und zwar von beiden Damen. Sondern es ist auch gleich mehr Tempo drin. Die Bälle werden ein bisschen flacher übers Netz gespielt, nicht mehr so hoch. Dieser hohe, langsame Topspin und den Ball irgendwie im Spiel zu halten, wie wir es häufig im ersten Satz gesehen haben. Die beiden riskieren ein bisschen mehr, machen etwas mehr Tempo, sind beide läuferisch auch besser als im ersten Satz, kommen schneller zum Ball und schon allein deshalb wird das Spiel auch schneller. Knapp im Seiten aus, sie könnte nachsehen, will sie auch, ich glaube aber es lohnt sich nicht. Kadanuni ist der Schiedsrichter. Das war zu weit weg für ihn, um da einzugreifen. Und wohl auch nicht deutlich genug. Und er war sowieso im Aus. Bleiben ihr also von den dreien, die sie zu Beginn eines Satzes hat, bleiben ihr noch zwei. Im Tiebreak käme noch mal eine dazu. Zum aktuellen Stand. Spielball. Sieht es so aus, wie wir es eigentlich erwarten wollten, durften, konnten. Jetzt sieht man endlich dieses Ähnliche in der Spielanlage, aber eben auch auf einem ganz guten Niveau. Das war sicherlich das Interessanteste, das eben auch vom Niveau her beste Spiel im gesamten Match bislang. Und es war für Kirilenko ein sehr, sehr wichtiges, denn sie sichert das eben gewonnene Break gegen Chakvetadze. Satzführung. Aber Break zurück im zweiten. Anna Chakvetadze auf dem Weg ins Achtelfinale. Die Gegnerin heute wird langsam stärker, erinnert sich an ihre gute Form zum Ende der letzten Saison. Nicht nur gute Form zum Ende der letzten Saison, sondern auch sehr gute Form zum Start in diese Saison. Kam immerhin ins Viertelfinale von Auckland in diesem Jahr. Verlor gegen Tamira Paschek. Gegen die hätte Jankovic eigentlich verlieren müssen hier. Gab ein Problem mit einer Knieverletzung in Hobart, konnte sie zunächst zu Beginn des Jahres nicht antreten. Diese Verletzungsgeschichte von Kirilenko auch eine sehr lange Akte, scheint momentan aber verletzungsfrei und fit zu sein. Klasse, gut erzwungen diesen Punkt durch Chakvetadze. 15-40. Es ist momentan tatsächlich so, dass sie im Moment die bessere ist von den beiden. Maria Kirilenko riskiert mehr, hat aber auch jetzt mehr Fortune, weil sie sich schlicht und ergreifend auch viel besser bewegt zum Ball.
So, das war schon eine Überraschung, Radwanska gegen Kuznetsova. Von Sensation möchte ich überhaupt nicht sprechen. Denn wir wissen ja, was Radwanska kann. Also sie muss es nur abrufen. Ein großartiger Sieg. Aber zwei Breakball gegen dich zum Ende. Sie hat gut returniert, sie hat gut zurückgeschlagen. Also auch auf den ersten Aufschlag von mir hat sie alles richtig zurückgebracht. Aber ich bin einfach jetzt glücklich. Im letzten Jahr dreimal verloren. Was hast du heute anders gemacht? Dreimal verloren gegen Kuznetsova. Stimmt, aber es war zweimal auch ziemlich knapp. Hat sie recht. Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe. Ich versuche einfach aggressiv zu spielen. Sie ist, ja, sie ist da immer noch ergriffen, habe ich den Eindruck. Ist das jetzt ein größerer Sieg als der Sieg gegen Sharapova bei den US Open im vergangenen Jahr? Auch, ich glaube, das ist ziemlich gleiches Niveau, gleiches Level. Es ist genauso wieder ein Sieg gegen eine Nummer 2. Ja, sie ist einfach herzerfrischend und immer noch selbst ergriffen von ihrer eigenen Leistung. Radwanska schlägt Kuznetsova. Ja, da hatten doch vor dem Turnier viele über ein mögliches Finale in Kuznetsova spekuliert, aber da hat man eben die Rechnung ohne Svetlana und ihre Nerven gemacht. Und auch ihre teilweise nicht nachvollziehbaren mentalen Schwankungen, die sie hat. Nachdem sie doch so gut in Sydney noch im Finale gegen Inna spielte und sogar 3-0 im entscheidenden Satz führte. Also Radwanska weiter, Kuznetsova an 2 gesetzt raus. Die an 6 gesetzte Shakvedadze liegt hier im zweiten Satz deutlich zurück, nämlich mit 2 Breaks.40-15. Gefällt mir gut, was Kirilenko in diesem zweiten Satz spielt. Das ist ein ganz anderes Spiel als im ersten Satz. Das ist vor allen Dingen eine ganz andere Maria Kirilenko, die vielleicht auch erkannt hat, dass sie zum einen 4-5 Meter hinter der Grundlinie kein Match gewinnen kann, zum anderen eine Gegnerin heute sich gegenüber sieht, die nun wirklich nicht ihren besten Tag hat, nicht die Präzision bringt, wie man sie sonst kennt, wenn sie richtig gut drauf ist. Und die so ähnlich spielt, dass man mit einem ebenfalls ähnlichen Spiel sie alleine auch nicht schlagen kann. Dann entscheiden die Fehler, die weniger gemacht werden. Und deswegen hat Kirilenko endlich auf Offensive umgestellt. Sie kann das und sie spielt das richtig gut. Shakvedadze serviert gegen den Satzverlust. Es nähert sich der dritte Satz. First service. Out.
40. Also dieser zweite Satz geht zwar unrühmlich für Jacques Vedaze zu Ende, aber in diesem zweiten Satz gewinnt die Richtige. Das hat sie sich verdient durch mehr Mut, durch eine bessere Beinarbeit, eine bessere Einstellung auch zu dieser ganzen Begegnung. Gratulation an Kirilenko. So, ein paar Impressionen, ein paar Ballwechsel aus dem zweiten Satz, den Maria Kirilenko im Bildhintergrund klar dominiert hat gegen Anna Jacques Vedaze. Mal sehen, ob sich Jacques Vedaze jetzt aber selbst komplett rausgebracht hat und möglicherweise auch ein bisschen eingeschläfert hat in diesem zweiten Satz. Denn von der kam überhaupt nichts mehr an Gegenwehr, was sicher auch am guten Spiel von Kirilenko lag, aber nicht nur. Also ein bisschen mehr Einsatz darf es schon sein bei Anna Jacques Vedaze. Mal sehen, ob sie in diesem dritten Satz wieder das Buch neu aufschlagen kann, neu schreiben kann, für sich selber vielleicht auch, mit einem glücklichen Ausgang der Heldin aus ihrer Sicht. Aber Kirilenko sollte sich einfach nicht zurückfallen lassen. Und die Mentalarbeit, das Training mit Erik van Harpen, das macht sich bezahlt bei Kirilenko. Nicht nur, dass sie so hart arbeitet wie selten zuvor, so sehr gedrillt wird wie selten zuvor, aber es auch gerne tut. Sie schuftet gerne, um wieder zurückzukommen unter die Top 20, wo sie mal stand. Nicht nur das, sondern auch, sie ist reifer geworden in ihrer Spielanlage. Sie ist vor allen Dingen als Persönlichkeit reifer geworden, weil Erik van Harpen ihr auch Selbstvertrauen einfach als Mensch einimpft. Diese Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Früchte trägt sie auch schon. Sie hat den dritten Satz schon erreicht. Immerhin gegen die Halbfinalistin der US Open des Vorjahres und Weltranglisten-Sechste, Jacques Vedaze. Lofton. Stunde 37 ist gespielt. Das sage ich deshalb, weil jetzt zum ersten Mal Jacques Vedaze einen Breakball gegen Kirilenko in diesem Match hat. Und dann gleich drei. Das sollte eigentlich reichen.
15-14. Zwei Grundsätze abwehren. Bei diesem dritten Breakball fehlte ihr ein bisschen die Entschlossenheit. Chuck Vedadze führt mit Break zum allerersten Mal überhaupt in diesem Match. Und in der Vodafone Arena haben die Herren begonnen zu spielen. James Blake und Sebastian Grosjean. Ein erster Eindruck von Matthias Schlach. Tja, tatsächlich gerade der erste Punkt vorbei. Blake, der Amerikaner, serviert. Übrigens ganz interessant von der Voraussetzung her bei dieser Partie. Die haben dreimal bisher gegeneinander gespielt und dreimal hat Grosjean gewonnen. Aber aus Blakes Sicht kann man sagen, das kann ihm nicht so viel ausmachen. Ähnliches gab es gegen Massou, da hat er auch gewonnen. Gleich sind wir hier, aber erstmal schließen wir das ab, was in dem großen Platz vonstatten geht. Oliver Fasnacht. Danke, Matthias. Ja, es ist alles sehr übersichtlich und überschaubar momentan, weil es regnet und weil nur auf zwei Plätzen, auf denen mit dem Dach gespielt wird, World Labor Arena und Vodafone Arena. Und hier führt Chuck Vedadze im dritten Satz. Der bringt die Entscheidung, das ist schon mal sicher, allerdings nicht in einem Tiebreak. Kann also lang dauern. Sie führt mit Break. Nachdem sie eine Stunde und 39 Anlauf genommen hatte, um überhaupt mal eine Breakchance gegen Kirilenko im Match zu haben. Mal sehen, was sie daraus macht. Sie zeigt schon an, woran es hapert. Es ist keine gute Beinarbeit heute. Sie bewegt sich einfach nicht gut. Das haben wir auch vorhin schon bei dem ersten Breakball für sie gegen Kirilenko gesehen. Da kann der Ball cross, weit aus dem Feld. Sie bekommt den Ball zwar, bleibt aber fast stehen. Reagiert gar nicht mehr auf den nächsten von Kirilenko. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, die es bislang in diesem Match gab, für eine schlechte Bewegungsmoral heute von Chuck Vedadze. 15. 40. Verteidigt von Kirilenko. Gut gelaufen. Sie ist spritziger.
Es hinterlässt auf mich den besseren Eindruck, aber das hat natürlich nichts zu sagen, wenn zwei so ähnlich sind und vor allem möglicherweise Jacques Vedaz einfach irgendwann merkt, dass sie ihr Potenzial auch ausspielen kann. Tatsache ist, es gab Break und Rebreak, irgendwie passt das schon. Es passt vor allem dazu, dass man sagt, Jacques Vedaz hatte ein bisschen mehr Hoffnung wieder. Aber Kirilenko gibt in keinem Deut nach dem Satzgewinn im zweiten. Körpersprache sagt auch ganz klar, Jacques Vedaz hat schon schönere Tage erlebt. Und immer wieder der Blick zu Djambouli, zu ihrem Vater. Immer wieder dieser Halt, den sie durch seine Blicke auch sucht. Eins beide. Wenn man es nicht besser wüsste, dann würde ich jetzt annehmen, dass demnächst mal eine Physiotherapeutin auf den Platz käme bei Jacques Vedaz. Aber von Verletzungen ist nichts bekannt bis zum heutigen Tag. Oder vom heutigen Tag. Wohl Ende des Jahres. Schulterverletzung. Genauso wie auch 2006. Das gleiche Problem für Jacques Vedaz. Erst zweimal hat Kirilenko gegen eine Top-10-Spielerin in ihrer Karriere gewinnen können. Jacques Vedaz ist die sechste der Welt und wäre nach Petrova und Jankovic die dritte, die Kirilenko schlagen könnte. Maria Kirilenko nach Break zurück zu Beginn dieses dritten Satzes, sofort Anschluss gefunden, sofort das Rebreak und ihren eigenen Aufschlag auch wieder durchgebracht. Sie serviert auch mit etwas mehr Raffinesse, sie serviert mit etwas mehr Härte. Sie bringt eigentlich in allen Belangen die etwas bessere und teilweise sogar deutlich bessere Leistung und deutlich besser, was ihre Beinarbeit angeht. Anna Jacques Vedaz gegen Kirilenko zum fünften Mal. 3-1 für Jacques Vedaz im direkten Vergleich. Einmal im vergangenen Jahr haben sie gespielt in Indian Wells. 6-4, 6-1. Der einzige Sieg in Miami vor knapp 2,5 Jahren für Kirilenko. 3 Sätze sind sie noch nie gegangen. Offiziell, denn auch sonst auf der Tour und auf der ITF-Tour haben sie häufiger mal miteinander trainiert. Oh!
40, 15. Two games over. Die Psychologiestudentin, die von sich sagt, dass sie erstmal das Studium extrem langweilig fand, dann aber immer mehr Bücher gelesen hat, sich mehr in die Materie reinarbeiten konnte und seitdem einfach auch begeistert ist von psychologischen Aspekten, die sie auch in ihrem Spiel versucht zu nutzen, immer an den nächsten Punkt zu denken, nicht an den letzten. Und der Gegnerin auch zu zeigen, dass man nie aufgibt, dass man immer weiter da ist. Zwei beide. Muss Kirilenko ein bisschen aufpassen, dass er sich nicht wieder ins Muster, ins Schema des ersten Satzes drängen lässt oder selbst zurückwirft. Schauen Sie mal, wo die steht. Und da arbeitet die ganze Zeit schon 2, 3 Meter hinter der Grundlinie, teilweise 4 Meter hinter der Grundlinie. So spielte sie den ersten Satz und konnte nur so lange mithalten bis zum Tiebreak, weil Shakhvedadze eben unglaublich viele Fehler machte, 22 nämlich. Im zweiten Satz stand sie dichter an der Grundlinie, ging den Bällen mehr entgegen, offensiver, aggressiver gespielt. Das muss sie jetzt wieder abrufen. 15 noch. Zwei Kirilenko. Wir machen eine Pause und kommen dann wieder zurück. Zwei Spiele laufen. Shakhvedadze Kirilenko hier und in der Vodafone Arena James Blake und Sebastian Grosjean gegeneinander. Nur nicht nachlassen, nur nicht locker lassen. Weiterhin sich gut bewegen, weiterhin was riskieren. Und vor allem immer wieder an sich glauben. Es gibt keinen Grund für Kirilenko Zweifel zu haben. Sie weiß zwar, wie gut Shakhvedadze spielen könnte, vielleicht tut sie es auch noch. Aber sie muss sich auf sich verlassen und führt ja auch 3:2 im dritten Satz. Neue Bälle für Shakhvedadze und mal ein Ass. Das dritte und vierte Ass in dieser Partie. Vierte und fünfte von Shakhvedadze sogar. Kirilenko ist bei einem.
30-15. Jetzt wird sie ein bisschen ungeduldig. Sie möchte genau diesen Ball nochmal haben, den sie da versucht hat, gerade in bester Fußballerinnen-Manier wegzukicken. Wenn sie mal ein bisschen Zeit hat, dann spielt sie mit dem Bruder im Garten Fußball. Ballgefühl hat sie überhaupt. Ein gutes Auge für diesen Sport. Bekannt für ihre taktischen Spielmuster, wie sie die Gegnerin ausmanövrieren kann. Schachmatt setzt, wirklich Schach auf dem Tenniscourt spielt. Nur heute funktioniert das nicht so gut, auch weil Kirilenko es nicht mehr zulässt. Einstand. Leicht zu lesen für Kirilenko. Schlecht bewegt von Chakvedadze. Die klebt förmlich an der Grundlinie. Also das ist wirklich schlecht. Das ist richtig gut. Da geht sie mal auf den Winner. Mit ein bisschen Unterschnitt gespielt. Und Erik van Harpen kann es überhaupt nicht glauben, dass so ein Ball am Ende auch noch drin ist. Bei Breakball für seinen Schützling, für Maria Kirilenko. Erik van Harpen, der ja auch Chef der Federation Cup Mannschaft der Schweiz ist. Sollte sich ja auch mal um Annalena Grünefeld kümmern. 2006 war das im Gespräch, aber er musste dann aufgrund der vertraglichen Situation mit dem Schweizer Verband Annalena Grünefeld absagen. Advantage. Also bisher hat er noch nicht ein einziges Mal overruled, Kadanuni. Jetzt will er dieses Overrule haben. Und sie hätte ja die Möglichkeit, Chakvedadze sozusagen die Meinung des Schiedsrichters anzuzweifeln. Tut sie aber nicht. Wahrscheinlich hat sie selbst gesehen, dass er gut war. Breakball für Kirilenko. Nächste Chance, nochmal die Chance. Fehler von Chakvedadze. Wieder ist sie nicht gut gestanden zum Ball. Da ist das Break für Maria Kirilenko. Nochmal, die hat erst zweimal in ihrer Karriere Top-10-Spielerinnen geschlagen. Heute ist wieder eine Top-10-Spielerin die Gegnerin, Anna Chakvedadze.
Sie haben sicherlich auch mitbekommen, dass sie kurz vor Weihnachten in ihrem Haus südlich von Moskau überfallen wurde. Man spricht von 4 bis 5 maskierten Gangstern. Sie sagte, es seien 6 bis 7 gewesen. Die Eltern wurden gefesselt, der junge Bruder. Sie selbst sind unbeschadet alle aus diesem Überfall rausgekommen. Die 250.000 Dollar, um die es wohl geht, die entwendet worden sind und Gegenstände im Wert von 250.000 Dollar, das ist wirklich zu leicht zu verschmerzen. Hauptsache, es ist ihnen nichts passiert. Der Tinder. Break vor dem dritten, 15-0. Das wäre ein großer Sieg für Kirilenko. Ich glaube, den würde ich mir nochmal anschauen, aber... Wir schauen ihn uns zumindest nochmal an. Da war dahinter, alles klar. 30-0. Für Kirilenko. Immer nur kurzzeitig Ansätze der Klasse von Chakvedadze zu sehen, aber nur kurzzeitig, das reicht lange nicht. Und sie serviert gleich gegen den Satzverlust und Matchverlust. Wir gehen schnell mal rüber zur Vodafone Arena. Matthias Stach, er sieht Blake gegen Grosjean. Ja, und da hat sich Entscheidendes getan. Eben vor kurzem ein Breakball für Sébastien Grosjean beim Spielstand von 2-2. Und der Franzose, der so eine Art Angstgegner ist, ich habe das kurz angedeutet, er also holt sich zum ersten Mal das Aufschlagspiel des Gegners und führt somit mit 3-2 in diesem ersten Durchgang, 23 Minuten gespielt, zurück zu den Damen. Die Damen spielen etwas über 2 Stunden und 2 Minuten jetzt. Je länger dieses Match gedauert hat, umso besser ist Kirilenko in dieses Spiel gekommen. Aber wir sprachen ja schon von dieser Psychologie, von dem Psychologiestudium und von der Begeisterung für psychologische Aspekte, auch im Sport. Diese Begeisterung, die Anna Chakvedadze über die Zeit entdeckt hat. Hilft ihr all das jetzt noch? Kann sie irgendwie im Kopf etwas lösen, was damit dann auch die Beine ein bisschen leichter und lockerer laufen lässt? Denn das ist ein Hauptproblem heute. Sie bewegt sich einfach nicht gut. Nach wie vor nicht.
Im Halbfinale bei den US Open 2007 gegen Kuznetsova verloren. Nicht sie. Sie war noch nie in einem Achtelfinale eines Grand Slam Turniers. Das alles zeigt, wie wichtig und wie groß dieser Sieg wäre, um den es jetzt geht. Shakvedadze bei 2-5. Wir erleben zwei Matchbälle für die Nummer 26 der Welt gegen die Nummer 6. Heute ist schon die zweite der Weltrangliste rausgegangen. Kuznetsova gegen Radwanska. Dieser Tempo- und Rhythmuswechsel, der oft funktioniert hat, geht diesmal schief von Kirilenko. Sie muss seriös bleiben gegen Shakvedadze. Anna Shakvedadze lässt sich zwar einiges anmerken in diesem Match, hat sich immer wieder aufgeregt über sich selbst, aber es ist immer noch ihr zuzutrauen, das Ganze zu drehen. Wenn sie aufwacht. Da war sie eigentlich wieder zu spät, wieder zu langsam dran. Hat wirklich Glück in dieser Situation und damit zwei abgewehrte Matchbälle. Und jetzt Spielball für Shakvedadze. Schauen Sie, hier kommt sie eigentlich ein bisschen zu spät. Geht auch nicht tief genug runter. Es passt ins Bild. Wenn ich sage aber, sie kann es doch noch jederzeit umdrehen, wenn sie aufwacht, dann ist das genau die Sache, vor der Kirilenko gewarnt sein muss. Matchball. Shakvedadze, die waren auch so gut Ende der letzten Saison, dass sie vier Turniere gewinnen konnte. Fünf weitere Halbfinalteilnahmen. Hier bei den Australian Open im Viertelfinale. Das Halbfinale bei den Championships in Madrid gegen Sharapova. Die erfolgreichste Saison ihrer Karriere, die von Shakvedadze. Und jetzt gegen Kirilenko.
gegen Kirilenko, die ein Loch hatte im letzten Jahr, schlecht in die Saison gestartet ist, überhaupt immer wieder Rückschläge hatte, auch viele Verletzungen erleiden musste. Und wie es scheint, findet diese Zusammenarbeit zwischen Erik van Harpen und ihr tatsächlich zu positiven Erfolgen und führt zu positiven Erfolgen. Gute Länge, gut reagiert, vierter Matchball. Advantage, Kirilenko. Advantage, Jacques Vettel. Auch ein Novum. Wir waren beide ganz selten am Netz in diesem gesamten Match. Das war insgesamt der 10. Angriff von Kirilenko. Oder das 10. Mal überhaupt am Netz. Angriff kann man gar nicht sagen. Chakvidadze 6 Mal. Das muss sie machen. Es geht hier um Matchball immerhin. Ich denke, sie weiß, dass der Ball gut war von Kirilenko. Es ist so eine letzte Hoffnung. Vielleicht macht ja auch das System einen kleinen Fehler. Das sind so wie die Menschen, die geblitzt werden und hoffen, dass die Kamera nicht ausgelöst hat oder der Film zerstört ist oder ähnliches. Hoffen sie gar nicht drauf, halten sie sich lieber an die Regeln. Und die Regel hier sagt, der Ball war gut. Von Kirilenko. Advantage, Kirilenko. Der nächste Matchball. Und das war's. Das war's von Chakvidadze. Und Kirilenko, zum dritten Mal in ihrer Karriere, schlägt sie eine Top-10-Spielerin. Die höchste war damals San Diego im vergangenen Jahr, Jankovic. Die war an 3 platziert zu dieser Zeit. Sie ist die 6 gewesen und es ist immer noch Chakvidadze. Aber das, was Kirilenko hier gezeigt hat, das ist genau die Form, wie sie gezeigt hat, zum Beispiel in Auckland. Die Form, die sie am Ende des Jahres gezeigt hat. Sie hat Kolkata gewonnen, ein WTA-Turnier, hat aber auch in Dubai bei einem ITF-Satellite-Turnier gewonnen und hervorragend Tennis gespielt. Die Nummer 2 des Turniers ist raus. Kuznetsova, die Nummer 6 des Turniers ist raus, Chakvidadze. Und zum ersten Mal in ihrer Karriere steht Maria Kirilenko in einem Achtelfinale in einem Grand Slam Turnier. Das ist ein Meilenstein in ihrer Karriere und es kann nur so weitergehen. Hantuchova oder Virginia Juano Pascual als nächste Gegnerinnen. Und jetzt volle Konzentration auf